Moin Pipeels, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Famous Simulator. Wir fahren hier heute von Reims weiter nach Paris in die französische Hauptstadt. So, ich schwitze hier wie so eine Sardelle, wie auch immer. Spiel starten. Das Ganze fahren wir hier natürlich heute schön mit einem dicken Neopelin Skyliner. Weil wir fahren in die französische Hauptstadt, in Paris, die Stadt der Liebe für einige. Und da braucht man natürlich einen dicken Bus, ne? Wir müssen viele Leute mitnehmen, das Wetter ist gut. Und da fahren die Leute natürlich einfach mit hin, ne? So, deswegen Spiel starten. Gehen wir direkt rein hier. So, da sind wir doch hier. Schon in Reims am Busbahnhof, ne? Wir haben gespannt, wer sich hier vorne hinsetzt. Warum auch immer die Zielanzeige schon an ist, weiß ich nicht. Ich war actually noch nicht im Bus drin. Bitte mach mal wieder zu hier. Danke. So, Zielanzeige aktivieren. Okay. War wohl doch nicht an, I don't know. Ist mir auch leid. So, Gang hochschalten. Dann drehen wir die Klimaanlage hier direkt mal runter, weil mit 27 Grad im Bus können wir nicht arbeiten. So. Lüfter machen wir nicht ganz so toll, ne? Ne, und wir kühlen nur mittwochs. So. Sorry. Dann können wir uns auf den Weg machen, ne? So, müssen wir uns natürlich auch erstmal wieder kreiseln, weil Frankreich ist Land der Kreise. Und wird es auch genannt, ne? Also ich muss ja sagen, dieser Bus, der zieht verdammt gut. So, nehmen wir diese Ausfahrt hier. Zwei. Wunderbärchen. Gib doch bitte mal Gas hier, meine Jüte da. Wenn selbst den Bus schneller ist als du mit deinem Transporter, ist das echt unangenehm. Und weg. So, da sind wir doch. Schön hier dicht ranfahren. Zack. Motor aus. Gut. So, dann checken wir schnell die Leute ein hier. Machen wir hinten Tür auch auf. Natürlich alles, ne? So, guten Tag. Hallo, bin ich hier richtig? Das checke ich mal kurz. Ich logge mich kurz ein nach Paris. Jo, danke. Willkommen im Bus. Mahlzeit. Mahlzeit. Ein Ticket bei Ihnen kaufen. Ich weiß nicht, ob Sie das können, aber Sie dürfen. Okay, drei Leute haben wieder ein falsches Ticket. Was ist mit Ihnen? Wollen Sie mit? Oma? Ne, sie guckt nur gerne an den Bus. So, machen wir hier die Türen wieder zu. So, hat sich denn wer vorne oben hingesetzt? Keiner? Das ist der beste Platz hier im Skyliner, du. Leute, was ist mit euch los hier? Sitzen die lieber hier hinten, anstatt da vorne. So. Dann wollen wir los. Bekomme keine Verbindung zum WLAN. Ja, jetzt lass mich hier kurz mal euch begrüßen und dann können wir darüber weiterreden, okay? So. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie recht herzlich hier an Bord des Neopelin Skyliners im Flixbus-Design Richtung Paris. Die Stadt der Liebe, wie sie auch so gerne genannt wird. Wir werden jetzt hier knapp 200 Kilometer zurücklegen. Ich bitte Sie, ruhig zu sein, während der Fahrt nicht mit dem Fahrer zu sprechen. Wir werden auch ein bisschen Action wie einen Sprung einbauen. Okay, Sprung war eher kein Sprung. Bitte. Ja, dann geben Sie eine gute Online-Bewertung schon mal im Voraus, ne? Abonnieren Sie mal Kanal auf YouTube und dann sehen wir uns in 190 Kilometern wieder, ne? Während der Fahrt bin ich mit dem Fahrer sprechen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, Ihr Busfahrer. So, und jetzt hier rum im Kreisel, Digga. Kein Balken. Was ist denn mit dem WLAN los? Ja, da hast du wohl noch nicht mal Kanal abonniert, ne? Weil dann ist WLAN frei, dann hast du 5G. Sag ich knackig. Heute, ja. Nicht umkippen, bitte. Danke. War ein guter Drift hier. Schön mit dem Skyliner ein bisschen durch Paris driften. Gibt es hier keine Heizung? Doch, gibt es, aber es ist so warm hier. Ja, nee. So, meine Damen und Herren, Endstation Paris. Zopp haben wir erreicht. Vielen Dank fürs Mitfahren. Auf Wiedersehen. So, kleiner Funfact am Rande. Für die, die es nicht wussten, ne? Für jeder, der sich für Erdkunde interessiert, ne? Paris ist die Hauptstadt von Frankreich. Aber was man ja sagen muss, hier in Frankreich, da sind die Autobahnen also wirklich schön. Die sind leise, angenehm, also ist wirklich schön. Angenehm hier zu fahren. So, wir haben jetzt auch nur noch 50 Kilometer bis nach Paris. Bin mal gespannt. Wir werden ja auch durch die Stadt komplett durchfahren. Wir werden erstmal die Konkurrenz ausschalten.
Bisschen neutralisieren hier. So. Ja, da haben die uns ein bisschen ausgeplayt hier, ne? So. Naja, werden wir durch Paris komplett durch müssen. Mal schauen. Angeblich sagt man immer, oh, der Verkehr in Paris ist immer so schlimm und so. Werden wir gleich mal sehen, ne? Ob die Leute hier alle immer sagen, jo, Digga, das ist ja schlimm hier. Oder ob das einfach immer nur so eine Sage ist und der Verkehr gar nicht so schlimm ist. Ne? Wir werden es gleich sehen. So, jetzt sind wir in Paris drin hier. Soweit ich weiß, wir gucken mal kurz auf die Karte. Ja, wir sind jetzt in Paris Stadt. Und werden hier dementsprechend uns mal ein bisschen durchkreisen. Da ist uns einer in die Seite reingefahren. Also, soweit schon mal kein guter Eindruck für den Verkehr in Paris hier, ne? Ja. Mal schauen, wie es weitergeht. So, rote Ampel ist ja nicht so schlimm. Wir fahren hier über einen Rallye-Streifen. Über die Busspur, ne? Ja, sollte. So, warum sind hier diese Rallye-Streifen? Jetzt haben wir hier Kopfsteinpflaster, ne? Hat sich schon lange in Paris bewährt, das Kopfsteinpflaster. Deswegen haben sie es anscheinend immer noch drin hier. Ich will zum Eiffelturm. So, wir müssen uns hier ein bisschen einordnen. Und dann müssen wir mal schauen, wie wir zum Eiffelturm kommen. Können wir vielleicht unter den Eiffelturm fahren? So, Eiffelturm ist da vorne. Achtung! Sorry. Wir kommen den ganzen Dingen langsam näher. Der Navi weiß mittlerweile gar nicht mehr, wo wir hinwollen. Aber wir wollen zum Eiffelturm. Wenn wir schon mal da sind, dann wollen wir da auch hin. Die Fahrgäste fragen sich vermutlich auch schon, wo will der Typ denn mit uns hier eigentlich hin? Darum soll man sich also anschauen. Und ich sag euch nur, wir fahren in den Eiffelturm. Beziehungsweise unter oder wie auch immer. Wir versuchen es. Und alles da vorne ist der Eiffelturm. Da sind wir doch. Kommen wir da dann irgendwie auch hin? Weil da ist eine Absperrung. Das heißt, wir müssen hier vorher hin. Ah, hier ist komplett abgesperrt. Ah, ekelhaft. Was haben wir hier für einen Stand? Great American Hot... Nee, was? Great American Hot Dog. Everybody knows it's true. Ah, ja. Gut. Everybody knows. Wir sind hier unser Eiffelturm. Und dann fahren wir hier einfach hoch. Das ist zwar Absperrung, aber kommen wir hier noch dran vorbei. Ich hätte einen Pullover mitnehmen sollen. Ist das kalt? Ja, hätte es machen sollen. So. Zeig ich, knacke ich da, ne? War das ein Bordstein? Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. I don't know, man. Eiffelturm ist halt immer noch größer. Die Treppen kommen wir hier mit dem Bus wahrscheinlich nicht hoch, ne? Ne. Wir müssen halt hier oben irgendwie auf dieses Ding rauf. Das ist, glaube ich, irgendwie so eine Plattform oder so. Wir gehen ein bisschen auf Expedition hier. So, wir fahren mal rechts rum. Also, das war perfekt eingelocht. Ah, hier dürfen wir gar nicht rum. Ah, da kommen wir auch nicht über die Treppen rüber, ne? Oh, Mann. Die Franzosen bauen aber auch alles immer zu hier. Da kommst du ja nie mit dem Bus durch. Ich habe auch keine Ahnung, wie hier die Straßenführung eigentlich ist. Ich will einfach nur mal an eine Stelle fahren, wo man den Eiffelturm mal hier mit drauf kriegt. So komplett. Sonntagsfahrer. Ja. Wir fahren gerade entgegengesetzt des Verkehrs. Natürlich auch nicht ganz korrekt, aber effektiv. Das Wetter zieht sich halt zusammen. Das ist halt auch kacke jetzt, ne? Unter den Eiffelturm kommen wir halt auch nicht richtig. So, das ist halt Zaun, da kommen wir halt gar nicht durch mit dem Bus. Was ist denn, wenn wir hier mal so ein bisschen bei der Durchfahrt? Das ist ja die reinste Buckelpiste. Sind die Bäume echt? Nein. Jetzt sind wir hier irgendwie im Park vorm Eiffelturm. Und vielleicht können wir dann hier vorne uns so irgendwie platzieren. Wo sind die hier? Ja, warte mal, ne? Ich sitze ja jetzt auch schon irgendwie, glaube ich, eine halbe Stunde oder so. Einfach nur dabei, hier ein Foto zu machen. Oh, sieht das schön aus doch. Geil. Erstmal jetzt Hintergrund festlegen. So. Dann begeben wir uns mal in den Bus und fahren jetzt nach einer halben Stunde Foto suchen. Dann auch mal zurück hier zur eigentlichen Haltestelle, ne? So, der Verkehr in Frankreich ist mittlerweile wirklich, also in Paris hier. Mein Name ist im französischen Paris ist halt wirklich schlimm jetzt gerade. Sir, bitte. Madame, bitte, danke. Dann werden wir einfach gleich jetzt mit Vollgas hier durch den Kreisel durch und mal ein bisschen driften, ne? So, muss doch eigentlich gehen. So, ein bisschen rein hier in der Kurve. Ja. Komm. Ah, Mist. Schade. Also, die Pariser Verkehrsplanung. Irgendwie, weiß ich nicht. Stellen wir uns hier neben den Postbus. Und dann haben wir es. So. Zack. Dann mal alle raus hier. Dann mache ich euch auf. Hier machen sie anscheinend direkt schon die Tour. Ich würde kurz nochmal sagen, vielen Dank, dass ihr mitgefahren sind. Ich wünsche jetzt noch einen schönen Tag. Und dann auf Wiedersehen. Ich habe Feierabend. Ausloggen. Okay, wir sind 309 Kilometer gefahren von
Halt mal, ich irgendwie 200 oder so am Anfang? Egal, Digga. Ja. Service wunderbar, über Pünktlichkeit. Haben wir jetzt nicht dafür mal Sightseeing gemacht? Das ist natürlich auch schön. Verkehrsregeln, wir haben gerade mal 62 Sachschäden erreicht. 2 Unfälle nur, aber sonst keine Passanten oder keine Radarkontrolle, ne? Wir sind wirklich volle 27,7% auf der Straße gefahren. Haben nur 4 Bordsteine mitgenommen. Geschwindigkeitslimits haben wir zu 71% eingehalten und Sicherheitsabstand haben wir nur 5 nicht eingehalten. Also, das ist Auslegungssache, ne? Und damit würde ich sagen, Pipeheads, gebt dem Video doch gerne mal einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, um keinen weiteren Videos mehr zu verpassen. Und habt jetzt noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao.